Heute mache ich Sirup aus Aronia und Holunderbeeren. Hallo und willkommen in Svens Topfgarten. Hier geht es um alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Wenn du kein weiteres Video verpassen willst, so abonniere meinen Kanal. Und los geht's mit dem Sirup kochen. Dafür brauche ich Holunderbeeren, eine Zitrone, Aroniabeeren, die ich nach dem Ernten eingefroren habe, und Zucker. Insgesamt waren es 170 Gramm Holunderbeeren und 660 Gramm Aroniabeeren. Diesen Topf habe ich dann bei mittlerer Hitze auf den Kochherd gestellt und dann 1 Deziliter Wasser hinzugegeben. Und dann noch den Deckel drauf, um weniger Energie zu verlieren. Die Zitrone habe ich halbiert und von der Hälfte den Saft genommen. Und diesen dann auch zu den Beeren gekippt. Als kleines Extra kommt noch ganz wenig Zimtpulver hinzu. Darauf kann aber auch gut verzichtet werden. Nach etwa 30 Minuten ist ein Teil der Beeren schon aufgeplatzt und bei den anderen geht es nicht mehr allzu lange. Ich rühre es immer wieder mal um und mache wieder den Deckel drauf und lasse es stehen. Nochmal 10 Minuten später beginnt es leicht zu köcheln und eigentlich alle Beeren sind aufgeplatzt. Gut zu sehen ist die intensive Farbe der Aroniabeeren. Sie wird zum Teil auch als natürlicher Farbstoff verwendet. Dann habe ich die Flaschen zum Sterilisieren in den Steamer getan. Diese werden jetzt für 20 Minuten da drin sein. Dann habe ich begonnen, die Beeren leicht abzusieben und sie leicht ausgedrückt, was aber nicht so gut ging. Anschließend habe ich die Beeren wieder zurück in den Topf gegeben, weil ich sie dort viel besser ausdrücken kann. Wie ihr selbst sehen könnt, ist nur wenig dabei rausgekommen. Der Saft der Aroniabeeren färbt wirklich sehr stark ab. Es lohnt sich, immer gut auf die Finger zu achten, dass man nichts dran hat und das überall verteilt. Dann habe ich nochmals die Beeren in kleineren Portionen durch das Sieb gedrückt, um möglichst viel Saft zu gewinnen. Als nächstes messe ich ab, wie viel Saft ich bekommen habe. Es
Es waren 4 Deziliter. Dann kommt alles zurück in den Topf, um es nochmal richtig heiß zu machen. Hinzu kommen noch 160 Gramm Zucker, also 40 Gramm pro Deziliter. Nächstes Mal würde ich wohl eher 50 Gramm pro Deziliter nehmen. Nach einer kurzen Zeit beginnt der Sirup wieder zu kochen und ich bereite alles vor, um den Sirup durch ein Passiertuch zu lassen. Dadurch werden die letzten Rückstände rausgefiltert. Das Tuch muss gut befestigt werden, weil es nachher sehr heiß wird und man sich die Finger verbrennen kann, wenn man nachher daran herumzupfen muss. Der Sirup läuft jetzt immer langsamer durch das Tuch hindurch. Unten kann man sehen, dass es nur noch tropft. Um die Ablagerung im Tuch wegzubringen, habe ich begonnen, mit einem Löffel diese wegzustreichen. Und sofort kann man sehen, dass es wieder schneller läuft. Am Ende bleiben nur noch die Ablagerungen im Tuch. Diese kann man sehr gut als Brotaufstrich verwenden. Oder als Soße auf einem Vanilleeis. Dann habe ich den Sirup nochmals heiß gemacht und die Flasche vom Sterilisieren aus dem Steamer genommen. Beim Umkippen immer sehr vorsichtig sein. Das Zeug ist heiß und klebrig. Die Menge hat bei mir gerade so gereicht, um meine Flasche komplett zu füllen. Ganz schnell den Bügel verschließen und auskühlen lassen. Und jetzt der schönste Teil, das Verkosten. Auch hier erkennt man gut, wie intensiv die Farbe ist. Der Sirup hat einen Aronia-typischen Geschmack, könnte aber wirklich etwas mehr Zucker vertragen. Von den Holunderbeeren merkt man fast nichts. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal in Svens Topfgarten.